Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Encased. Ja, wir sind hier immer noch im Sumpf. Ich war zwischendurch Sachen verkaufen und so weiter und ich würde jetzt mal kurz die Kakerlaken da Kakerlaken sein lassen. Und wir gucken uns erstmal hier ein bisschen woanders um. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die jetzt besiegen können. Ich glaube eher noch nicht. So, was haben wir hier? Generator. Du bemerkst einen Benzingenerator. Sein Metallgehäuse ist leicht verrostet, doch insgesamt in gutem Zustand. Dann befüllen wir den mal. Du entfernst den Tankdeckel und entleerst den Kanister über dem Loch. Der Schwimmer an der Tankanzeige ruckelt und beginnt sich langsam nach oben zu bewegen. Starten. Der Schlüssel steckt noch im Zündschloss. Du drehst ihn und drückst auf den Startknopf. Der Motor springt an. Gut, wir haben ihn angeschalten. Mal gucken, ob uns das etwas bringt. Ich habe da unten schon gerade etwas vorbeilaufen sehen. Etwas Großes. Ja, genau. Der OTL ist hier 188. Okay, ich habe keine Ahnung, ob wir den schaffen, ehrlich gesagt. Auch ein ganz schönes Ungetüm. Ich guck mal erstmal, soweit ich hier sehe. Vielleicht können wir irgendetwas nutzen. Das muss ja was gebracht haben, den Generator anzumachen eigentlich. Oh Gott, da ist er. Gott, ist das ein großes Viech. Kann ich den von hier oben einfach abballern, ehrlich gesagt? Schießt er denn von hier zurück? Hier geht's auch gar nicht runter an der Treppe. Hier aber vielleicht. Ja, hier geht's runter. Ich will mal kurz gucken. Kann ich irgendwas. Wow! Was macht sie denn? Sie ist runtergesprungen. Oh Gott, ist sie doof. Okay. Ganz schnell hier oben in Sicherheit. Ich würde mal hier gucken. Nee, den kann ich nicht nutzen. Okay, das war ja interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass sie da einfach runterspringt, ehrlich gesagt. Das war gerade ein bisschen. Naja. Robotics. Okay, ich würde mal versuchen, von hier zu ballern. Weiß nicht, ob das klappt. Vielleicht rennt sie dann auch runter. Immens. Robotik schwer gepanzert. Ja, ich sehe schon. Oh, der sieht uns gerade. Wir haben jetzt auch eine andere Waffe mit dabei. Die Firebug. Die habe ich eigentlich wegen den Kakerlaken mitgenommen. Ich glaube fast, die würde uns hier nämlich gegen ihn nichts bringen. Warte mal, dann wechsle ich nochmal. Dann nehmen wir nochmal die in die Hand. Ja, schon besser, ne? Und der noch besser. Okay, wir machen mal. Komm. Seien wir mal nicht so feige. Und da kommt er angerannt und da ist das Gefecht gestartet. Okay. Wir greifen nochmal an. 3 AP haben wir noch. Wir könnten auch nochmal hier einen Schuss machen. Mach ich mal. Der muss erst hochkommen, oder? Oder ballert der hoch? Der ballert hoch. Steinwurf. Manipulator. Au. 16. Okay. Autsch. Das war böse. Aber so viel HP hat er eigentlich nicht. Ich mach mal weiter. Können wir uns irgendwo hinter verstecken eigentlich? Weiß nicht, ob uns das was bringt. Wenn ich jetzt nach hinten gehe, kommt da eh hier hochgelatscht, ne? Dann überlege ich was, ob es besser ist, einfach weiter zu ballern. Noch haben wir ja genug HP. Wir könnten vor solchen Kämpfen natürlich auch mal irgendwelche der Medikamente und so nehmen. Ui, das hat wehgetan. Das war böse. Oh, klettert der jetzt hier die Leiter hoch? Ui. Und das wird witzig. Außerhalb der Schusslinie jetzt leider. Ich weiß nicht, wann er in der Schusslinie ist, ehrlich gesagt. Und. Ging. Aber wir sind natürlich auch in der Schusslinie. Boah, minus 22. Okay, das ist ganz schön hart. Der macht bösen Damage gerade. Entwaffnungsangriff. Schwächt die Fertigkeit des Gegners, Waffen zu benutzen und Hypergravitation. Ui. Ja, uns geht's auch schon nicht mehr ganz so gut. Kann nicht verwendet werden. Ha. Und das hier? Ich kann gerade gar nichts davon verwenden. Das ist blöd. Liegt das an den Sachen hier? Wahrscheinlich. Und dann würde ich vielleicht mal ein bisschen aus der Schusslinie rennen. Kann ich irgendwas nehmen? Ein Stim, der die Vitalität und Leistung steigert. Energon. Weiß ich nicht, ob das was bringt. Wartet mal. Was haben wir denn sonst noch? Wahrnehmung und Psyche. Eigentlich hätte ich gerne Heilung quasi. Erschöpfung. P. Das sind die Granaten. Durst, Hunger, Heilung 100%. Aber essen kann ich jetzt wahrscheinlich nicht zwischendurch, oder? Bandagiert bringt uns. Ich weiß nicht, gegen das hier, was man da machen kann, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Verstand plus 2. Mit dem Verstand hat es, glaube ich, gerade nichts zu tun, was wir hier haben.
Reanimation. Ja, ich kenne mich halt mit den ganzen Sachen hier einfach gar nicht aus. Wahrnehmung, Geschick. Ja, noch ein bisschen Ahnung hätte hier von dem ganzen Zeug. Wahrnehmung, Charisma. Wird uns hier nicht weiterhelfen. Na gut. Okay, keine Ahnung. Heilung, Charisma. Minus Geschickwert, auch doof. Okay, wir probieren erstmal. Wir gehen mal auf Verteidigung. Kommt er hier ran oder nicht? Eher nicht so, scheinbar. Er muss woanders hingehen, okay. Aber wir kommen jetzt natürlich auch nicht ran. Hier würde ich 3 AP verschwenden. Kann auch außer Reichweite dafür und dafür. Auch, verdammt. Dann kann ich hier gerade leider nicht viel machen. Dann gehe ich mal hier hin und hoffe, dass er da nicht rankommt. Na, da kommt jetzt hier hochgekraxelt. Ist aber okay, weil wenn er oben ist, kann ich auch immer noch hier die Treppe runterspringen, tatsächlich. Nicht in der Schusslinie mehr. Wenn ich... Ah. Der ist nie in der Schusslinie, oder? Wenn ich das hier richtig interpretiere. Dann würde ich ihn, glaube ich, hochkommen lassen und tatsächlich hier irgendwo hingehen. Na, Verteidigung. Jetzt kommt er wieder hier hin. Hat der Kampf aufgehört? Ach, der hat mich verloren. Oh. Oh, hoffentlich hat er jetzt... Nee, die HP bleibt aber so. Na denn. So, haben wir nochmal angekraxelt. Angeknackst. Ich gehe zurück. Vielleicht kommt er nicht ran. Okay, das können wir gerne immer so machen, wenn er uns immer wieder verliert. Das ist okay. Jetzt kriege ich ihn nicht, ne? Ich sehe ihn nicht mal wirklich. Bis hier verbrauche ich 3 AP. Ja, da steht er leider sehr doof daher. Dann mal eben Verteidigung. Quelle der Hypergravitation. Hebt sie es auf, okay. Einmal ballern. Und dann würde ich aber, glaube ich, zurückgehen in der Hoffnung, dass er mich nicht kriegt. Mal gucken, ob es klappt. Nee, Steinwurf kriegen wir leider trotzdem ab. Okay. Au, und der hat auch wehgetan. Mal gucken. Bin ich hier sicher? Ja, so ein bisschen. Ja, ein bisschen unfair, aber naja. Was soll man machen? Ich ziehe den hier immer so ein bisschen von links nach rechts. Naja. Kann ich zurückgehen? Nee, wir machen Verteidigung. Bringt nicht sehr viel, aber hey. Au. Jetzt brennen wir. Das ist nicht geil. Es brennt. Die Flammen fingen jede Runde Hitzeschaden zu. Keine Ahnung, wie ich das wegkriege. Ich weiß es wirklich nicht. Aber es ist fast weg. Fast. 11. Gott, das könnte ein ganz knappes Ding hier werden. Ich verstecke mich. Wenn er mich jetzt nochmal anhaut, dann auch. Da kriege ich ihn, glaube ich, nicht. Ich gehe erstmal bis hier. Nicht in der Schusslinie leider. Ich warte mal hier. Mal gucken, was passiert. Hat er mich wieder verloren? Steinwurf von da. Oh, das ist böse. Verfehlt zum Glück. Okay, das hätte mich jetzt auch echt gewundert, wenn er das geschafft hätte. Jetzt hat er mich wieder verloren. Okay. Na denn. Geschafft. Okay, das war ein sehr feiglinger Kampf. Ein sehr feiger Kampf. Naja. Old R. Und da haben wir das Bein gefunden. Ja, das war nicht schön, aber naja, wir haben es geschafft. Auf nichts anderes kommt es eigentlich an. Was war das gerade für eine Platte, die wir da gekriegt haben? Die Mobius-Steinplatte? War das das Relikt hier? Nee. Wie kann ich denn hier mal... Warte mal, hier, sortieren nach Größe und so. Das war die Mobius-Rüstungsplatte. Panzerplatte aus einem nicht identifizierten Material mit einigen metallischen Eigenschaften. Sie ist mit komplizierten Halterungen ausgestattet, mit denen man sich sicher an fast jeder Oberfläche befestigen kann. Okay, Old L ist tot. Jetzt können wir uns hier auch ein bisschen umschauen. Warte doch mal. Das sieht doch sehr nett aus. Oh ja, das ist auf jeden Fall deutlich besser als das, was wir haben. Sehr schön.
Das hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Ich sollte vielleicht mal speichern, bevor ich hier an irgendwas sterbe. Das würde mich sehr ärgern. Und kann ich jetzt irgendwas schnabulieren, dass es mir besser geht? Mal essen und trinken. Hier die Eichen, das ist ja auch Heilung eigentlich. Flatulenzen 600 Runden lang. Okay, das gehe ich mal ein. Konsumieren. Hilft mir das? Nur mal gucken. Oh, Daniel Garricks Hundemarke. Eine Armeemarke, die mit Psi-Energie aufgeladen ist. Wenn man sie berührt, spürt man ein leichtes Kribbeln. Ein Questgegenstand. Ein Tribut. Die Quest haben wir, glaube ich, gar nicht. Aber gut, wir haben eine Hundemarke. Okay, ich glaube, mehr ist hier nicht zu holen, wenn ich das richtig sehe. Dann können wir wohl wieder gehen. Generator könnten wir wieder ausmachen. Der muss ja hier nicht laufen, wenn keiner da ist. Vielleicht will hier später nochmal jemand hin. So. Haben wir abgeschalten. Einfach mal. Und tschüss. Oder muss der für... Warte mal. Der ist aber nicht fürs Wasser zuständig, oder? Ich lasse den mal doch an. Ja, hallo? Macht der jetzt oder nicht? Ja. Vielleicht ist der doch noch zu irgendwas gut, wenn wir ihn jetzt anmachen. Auch wenn ich noch nicht weiß, wozu. So, raus. Exit to Swamp. Okay, wir müssen uns unbedingt ausruhen gehen. Uns geht's nicht so gut. Aber ich habe da keine Medizinstation gesehen. Warte mal, hier waren die Anomalien im Weg, oder? Dann komme ich hier dort lang. Komme ich hier raus? Ich will ungern alle Schrauben wegwerfen. Ja doch, ich komme hier raus. Okay, bei uns, also so brauchen wir den Kakerlaken auf jeden Fall nicht gegenübertreten. Flatulenzien haben wir auch gerade. Oh, das wollte ich gar nicht. Leicht überlastet schon wieder, aber oh Mann, man ist eben immer überlastet. Das ist furchtbar. Ständig hat man zu viel dabei. Ich guck noch mal ganz kurz hier. Na gut, unsere alte Waffe könnten wir jetzt eigentlich auch weghauen. Die neue ist wirklich deutlich besser. Hat irgendjemand von euch, vermisst irgendjemand von euch jemanden? Oh, ja, die Waffe nehme ich weg, Entschuldigung. Wollte ich nicht. Greetings. Nee, das habe ich ja schon gelesen, oder? Ich habe nachgerechnet, wenn es 5 Leute sind, die verschwunden. Und ich frage mich, wie viel größer die Zahl der Verschwundenen wirklich ist. Bis. Okay. Hier haben wir jetzt nicht geholfen, oder? Der Generator war wahrscheinlich nicht fürs Wasser zuständig. Good day to you. Ich reckere mich hier ab, habe die Pumpe schon komplett neu zusammengesetzt. Warum brauchst du so lang? Ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll, ehrlich gesagt. Das hier kann ich nicht. Geh noch mal kurz zu ihr hier, bevor wir das Beinchen abgeben, weil ich glaube, dass ich hier gar nicht alle Gesprächsoptionen benutzt habe. Ach ja, wegen Melville haben wir gar nicht gefragt. Merchants often come through. You can sometimes get cheap stuff from them. Well, or from me. I also trade. Was ist mit Melville? She grins. His granddaughter. Although sometimes I seem to be a sitter, a nanny, and an accountant, and a builder, and a cook, and just about anything really. Okay. Audrey gestures broadly around the gas station. Okay, das haben wir doch schon gehört. Okay, gibt's hier was Interessantes? She points somewhere on the other side of the wall. Well, there's the swamp. Why, what'd you expect? That's about all we got here in the way of sights. But truth be told, the swamp's actually very interesting. I think there's someone living back there or something. She lowers her voice for some reason. Kann ich irgendwie hier helfen eigentlich? Audrey wrinkles her forehead. Yes, there is something. There's a problem with cockroaches in the nearby swamp. Okay. Specifically that there's too many of them. Can you deal with that? I'll show you the coordinates. She pulls out her Kairos. Okay, warum stören die Kakerlaken euch? The blue doesn't respond right away. It's about the building they adopted. We can set up an outpost there if Maelstrom gets completely out of control. It doesn't threaten the gas station, since the apple tree protects us. But if crowds of madmen start showing up, we won't be able to hold the picnic. Then the fortress in the swamp will be our only hope of salvation. Okay, also ist tatsächlich wichtig. Okay, ja, ich werd's wohl tun. Audrey puts the mug on the Vielleicht. Table. Then go. Picnic will be grateful to you. Ich werde zumindest versuchen. Leaves the mug. So, jetzt würde ich gerne nochmal hier meine alte Waffe loswerden. Die brauche ich dann wohl nicht mehr. Bitteschön.
Warte mal. Sag mal, gibt die mir gar nichts dafür? Habe ich das immer falsch gemacht? Also, ich meine, wir haben die ganze Zeit die gleiche Summe Geld, oder? Verschenke ich die ganze Zeit meine Waffen? Sehe ich das gerade richtig? Muss ich eigentlich hier irgendwas reinziehen vom Gleich... Ach, ich... Kann es sein, ich habe die ganze Zeit mein Zeug hier verschenkt? Ja, ne? Ich glaube, ich habe die ganze Zeit mein Zeug verschenkt. Ach, das ist ja ärgerlich. Naja, wusste ich tatsächlich nicht. Ich merke das jetzt erst, dass hier das Geld auf meiner Seite steht, was die wert ist. Und jetzt muss ich quasi, ja. Okay, ich habe wohl die ganze Zeit mein Equipment verschenkt. Gut. Jetzt weiß ich Bescheid. Problem ist halt, ich glaube nicht, dass ich mir irgendwas leisten kann und ich habe halt keinen Platz. Ja, das ist echt blöd, ne? Mist. Das ärgert mich ja jetzt ein bisschen. Ich habe die ganze Zeit hier meine guten Sachen for free gegeben. Auch hier Reaper und so weiter. Ich habe dir alle Waffen einfach reingehauen, die ich so gefunden habe. Und habe dafür nichts zurückbekommen. Ah, ist das ärgerlich. Das ist jetzt richtig ärgerlich, dass ich die ganze Zeit meine Waffen einfach... Naja. Gut, kann man nichts machen. Ist jetzt leider so. Ja. Ich kann auch nicht nochmal laden. Also, ich wüsste jetzt nicht, welche Spielstände. Ehrlich gesagt. Ist jetzt einfach Pech. Das Holo-Ding hätte ich ja super gerne. Aber wie mache ich denn das jetzt? Ich meine, ich habe das Inventar halt voll. Sie hat halt nichts, was ich wirklich haben möchte. Außer das Holo-Ding und das ist zu teuer. Holo 5. Welchen habe ich hier ausgerüstet? Da steht, ich hätte beide ausgerüstet. Warte mal. Das ist irgendwie falsch. Irgendwas ist doch hier falsch gelaufen. So wollte ich das nicht. Ich wollte die... So, das wollte ich austauschen. Ich wollte nicht zwei Psi-Handschuhe haben. Jetzt ist wieder richtig, ne? 29, 15, 19, ja. Jetzt ist wieder richtig. Okay, das ist jetzt der neue hier. Okay. Moment. Dann könnte ich jetzt quasi den hier, den Torpedo... Ist das jetzt der bessere? Gut. Ich muss ja echt aufpassen, ne? Das ist ja furchtbar. Nee, hier ist aber 29 bis 35. Warte mal. 19, 19, 26. Wieso sind die nicht so gut, wie da steht? Energieschaden 29, 35. Elektronischer. Ich mache jetzt mal so. Warte mal. Ich will einfach nur das sehen. 29, 35, 19, 26. Also der hier ist besser. Aber jetzt guck mal, wenn ich es jetzt vergleiche. Ach so, weil der das mit der Waffe vergleicht. Ich verstehe. Okay. Der vergleicht das mit der Hand. Na gut. Muss man erstmal wissen. Die beiden Sachen könnten theoretisch dann weg. Audrey puts down the Melville. Ach, das nervt mich jetzt richtig, dass ich die ganze Zeit mein Zeug verschenkt habe. Blöd. Ich habe das nicht gemerkt. Ich hätte wahrscheinlich hier irgendwie, wenn sie Geld hat, müsste ich wahrscheinlich hier irgendwie ihr Geld reinziehen. Ja, hier. Ah, okay. Gut, jetzt habe ich es kapiert. Also kann ich jetzt das hier reinmachen und die hier, glaube ich, brauche ich auch nicht mehr. Princess, ja. 122 muss jetzt hier auf 122 gehen. Wenn ich das mal treffen würde. Okay, das ist fast unmöglich. So. Ja, so. Okay, Mensch, naja, jetzt weiß ich Bescheid. Haben wir halt ein paar Sachen hier umsonst weggegeben. Ist halt jetzt so. Gut. Mensch, also früher wie mit Gothic, ne? Musste man da nicht auch irgendwie das Geld reinziehen? Oder die Sachen, die man dagegen tauschen wollte? Naja, gut. Also, wir haben hier jetzt 460 Kommand. Zum Glück habe ich nichts richtig... Naja, ein paar Waffen, die halt viel wert waren, ja. Doch, ich habe ein paar krasse Sachen, glaube ich, weggeworfen jetzt. Okay, 1931. Wo kann ich denn schlafen gehen? Ist jetzt die Frage, gibt es irgendwo einen Ausruhraum? Also ich meine, uns geht es ja nicht besonders gut. Gibt es hier irgendwas? Nee. Wo kann ich mich jetzt hinhauen? Wäre das doch hier eigentlich eine neutrale Ausruhzone, oder nicht? Gucken. Wenn ich mich hier hinsetze, bringt das nichts, oder? Nee, nee, wirklich. Okay, ich weiß tatsächlich nicht, wie ich mich heile, muss ich zugeben.
Bein. Wir geben erstmal Melville jetzt sein Bein zurück. Melville starrt ungläubig auf sein Bein. Oh, wow, du hast es wirklich hergebracht. Er nimmt das Bein und spricht sanft. Ist eine Weile her, alter Freund. Okay, werd nicht gleich aufgeregt. Ich werde dich nicht küssen oder so. Mal sehen. Der alte Mann zieht ein Foto aus seiner Hosentasche. Er nimmt vorsichtig das Foto an sich und lächelt so herzlich, wie du ihn noch nie hast lächeln sehen. Dann hält er dir das Foto hin. Darauf ist Melville zu sehen, ungefähr 15 Jahre jünger. Ein Mädchen, ganz eindeutig Audrey, sitzt auf seinem Schoß. Daneben stehen zwei lächelnde Personen. Ein kräftiger Mann und eine zarte Frau mit lockigem Haar, die Audrey sehr ähnlich sieht. Familie ist das Wichtigste, weißt du? Der alte Mann holt ein Taschentuch hervor und wischt sich damit über die Augen. Tut mir leid, aber es setzt mir irgendwie ganz schön zu. Wäre echt schön, wenn ich mir das Bein wieder anstecken könnte. Aber nur, wenn das Rheuma weg ist. Okay, wie wär's mit einer neuen Prothese? Der alte Mann starrt dich mit weit aufgerissenen Augen an. Ja, ich weiß nicht genau, ob du der Weihnachtsmann oder Mutter Teresa bist. Wenn du Zeit hättest, dich darum zu kümmern, wäre ich dir natürlich dankbar, von ganzem Herzen. Du nimmst dein altes Bein als Modell für die Prothese. Der alte Mann gestikuliert zitterig. Da ist eine Werkbank neben der Garage, wenn du eine brauchst. Oh, fast vergessen. Gib Audrey bitte das Foto. Wärst du so nett? Ja. Ja. Mache ich. Dann erstmal Audrey. Ich weiß gerade nicht, wo die Werkstatt sein soll. Hier. Hier ist die Werkstatt. Aber erstmal eins. Audrey puts down the cup. You seem to like it here. Ja. By the way, merchants often come through. You can sometimes get cheap stuff from them. Well, or from me. I also trade. Ja, ich habe da ein Foto, Audrey. Oh Gott, könnte das? Sie nimmt das Foto ab. Ja, das ist es. Ich dachte, es wäre für immer weg. Wo hast du es gefunden? Okay, ja, also ich habe deinem Großvater eigentlich das Bein wiedergebracht aus der Höhle. Audrey slowly shakes her head in amazement. I'm much obliged, of course, but you shouldn't have taken such risks. Oh, Gramps. I should tell him I'm not angry. Of course, he's quite a handful, and I might not be a bowl of cherries either, but we shouldn't have been arguing. That's not the way to go. After all, we're... Sie betrachtet das Foto und lächelt. Familie. Ah, schön. She looks at the photo and smiles. Family. Oh, okay, da war gerade ein Fehler. She sniffles. Sorry. Thank you very much for finding it. Habe ich doch gerne gemacht. Ich habe dir auch gerne die ganzen tollen Waffen geschenkt. Umsonst. So, was herstellen. Das wird mir nicht nochmal passieren, wirklich nicht. Aber die kann ich noch nicht machen, oder? Diese Prothese. Ich sehe sie gerade nicht mal. Patronen, Nahkampf, Beinprothese. Dafür fehlt mir noch der Reparationsskill. Habe ich da zufällig Pünktchen über? Aber oh, ich kann echt nicht immer alles machen. Rhetorik ist gerade unten. Warum das? Reparation? Ja Gott, muss ich das hier wieder irgendwo suchen? Ich habe doch immer keine Ahnung, wo ich das finde, ehrlich gesagt. Reparieren hier, ne? Ja, würde ich sogar hinkommen. Bauen, repariere mechanische Ausrüstung. Ist eigentlich sowieso nicht schlecht, oder? Hilf einen Schraubenschlüssel? Was? Und betäubers Ziel. Auch nicht schlecht. Die Fähigkeit, Waffen herzustellen, zu reparieren. Ja, das ist eigentlich wirklich nicht schlecht. Machen wir mal. So, auch für Waffen herstellen. Die Beinprothese erstmal. So. Gewehrpistole haben wir alles noch nicht. Ein Messer können wir herstellen. Bringt uns jetzt auch nicht viel. Lassen wir mal. So, die Beinprothese können wir auch abgeben. Ich wollte das jetzt wirklich einfach für ihn machen, weil er mir echt ein bisschen am Herzen liegt. Wenn ich nicht weiß, warum eigentlich so genau. So viel Zeit haben wir jetzt auch nicht verbracht, aber irgendwie ist er nett. So, ich habe eine neue Prothese für dich. Melvin nimmt das künstliche Bein ehrfürchtig entgegen. Wow, heiliger Strohsack, was für eine Schönheit. Mal sehen. Schnell schneidet er sein altes Holzbein ab und befestigt stattdessen das neue. Dann steht er auf und geht ein paar Schritte. Wir hätten es sogar als Waffe behalten können. In voller Lebensgröße ist es sogar besser als das echte. Er lacht lang und aufrichtig. Dann packt er deine Hand und schüttelt sie kräftig. Ich weiß nicht, womit ich solche Freundlichkeit verdient habe, aber danke. Das sage ich nicht oft, aber du wirst hier immer herzlich willkommen sein. Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wenden wir uns mal ab. Freut mich, dass ich helfen konnte. Ja, was ist jetzt mit Ausruhen? Gesundes Essen macht Regeneration, aber wir haben immer noch eine 48. Also irgendwie, ich weiß immer noch nicht so richtig, wie ich eigentlich HP wiederkriege. Um ehrlich zu sein. Also ich meine, es gibt halt auch nie irgendwas, wo man mal schlafen gehen kann. Es gibt hier, das ist doch hier eigentlich das neutrale Lager und so.
Wenn ich hier nicht ausruhen kann, wo denn dann? Oder kann ich, wenn ich... Warte mal, ich gehe mal raus. Ich weiß, wir haben da noch die Kakerlaken, aber ich will mal was ausprobieren. Was ist mir vorhin aufgefallen ist... Oh, hier ist tote Tiere. Und hier oben ist auch noch jemand, Dora. Aber ich möchte trotzdem erst ausprobieren. Wir kommen dann eh hier wieder zurück. Ich bin ja noch nicht fertig. Wir nehmen mal das ganze Fleisch hier mit. So, wenn ich jetzt rausgehe... Ja... Jetzt hier Lager drücke. Achso. Warte mal. Dein Lager? Wo bin ich dann? Was ist denn mein Lager? Dein Lager. Kann ich jetzt hier schlafen gehen, bitte? Deine persönliche... Oh, ich habe eine Kiste. Okay, wir können hier scheinbar Sachen lagern. Okay, gut. Das muss einem ja mal einer erklären. Das hat mir nämlich nie einer gesagt, dass ich ein Lager habe. Oh, wir haben und fünfmal Salut. Elektroschocker, das ist auch Quatsch. Ich lagere das erstmal hier. Dann werde ich vielleicht auch erstmal die Sachen hier lagern. Wiegen die überhaupt viel? Ein Kilo, zwei, schon ein bisschen. Das nicht unbedingt, aber auch das können wir erstmal hier ruhig lagern. Okay. Oh, hier möchte ich jetzt eigentlich gar nicht durchgucken, ehrlich gesagt. Das ist mir ein bisschen viel. Aber hier die Handbücher zum Beispiel, werden wir jetzt auch nicht gleich brauchen. Ja, auch nur, wenn wir wirklich hier was machen mit dem Aufrüsten und so. So, kommt auch erstmal hier hin. Rest behalte ich erstmal vielleicht. Ja, und auch die können wir erstmal herpacken. Wir können die uns ja holen, wenn wir sie dann brauchen vielleicht. Was haben wir denn hier? Wissenschaft, leichte Waffen, Technik plus 20. Okay. Und jetzt schlafen wäre toll. Hier ausruhen. Okay, mal gucken. Bis zum nächsten Morgen, würde ich sagen. Ist ja schon spät. Oh, ehe du dich schlafen legst, stellst du sicher, dass sich keine Schlangen, großen Wanzen oder Minimobius in der Nähe verstecken. Doch trotz deiner Vorsichtsmaßnahmen hörst du, sobald du die Augen schließt, etwas Kleines ganz nah vorbeihuschen. Du siehst dich noch einmal um und schüttelst deine Decke aus, findest aber nichts. Doch für den Rest der Nacht wirst du das Gefühl nicht los, dass dort etwas Kleines in der Dunkelheit neben dir steht, auf dein Bett klettert oder sogar leichtfüßig über deinen schlafenden Körper huscht. Die ganze Nacht lang jagst du diesen ungebetenen Besucher, oder sind es mehrere? Irgendwann beginnt Traum und Realität zu verschwimmen, doch dann schon morgen. Und dieser Morgen macht dir deutlich, dass immer noch niemand in der Nähe ist und du die ganze Nacht kaum geschlafen hast. Hat uns scheinbar auch überhaupt nichts gebracht. Guck mal hier, 62 gerade mal. Schlecht geschlafen, Erschöpfung vergeht nicht. Ja gut, das war jetzt Pech. Es war auch gar nichts da, es hat uns eigentlich gar nichts gestört scheinbar, naja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal. Ich glaube nicht, dass man hier was findet, oder? Das ist ja nur so ein Zwischenlager. Das ist schön hier. Diese Western-Dinger. Ich habe vergessen, wie sie heißen. So, dann gehen wir wieder in die Neutrale. Ja, wir können sogar direkt irgendwo hin. Das ist halt blöd. Wir werden ja die Kakerlaken nicht besiegen können in unserem Zustand gerade. Ich will zumindest da oben noch mit Dora reden. Ich weiß halt nicht, wie wir uns jetzt gesund kriegen hier ordentlich. Huch! Halt, wer ist da? Ein großer, kräftiger alter Mann mit einem Sturmgewehr taucht aus der Dunkelheit auf. Er hat kein Namensschild, aber auf seiner Brustbaum mit einer alten Polizeimarke in schwarzen Buchstaben steht dort Piotr. Ach, er ist wach. Zinchuk betrachtet dich aufmerksam, ehe er seine Waffe sinken lässt. Es ist spät, er schlafen schon, aber das Café ist offen. Willkommen in der neutralen Picknickzone. Komm rein und mach's dir gemütlich. Kann ich helfen? Wem wirst du helfen? Uns? Das Picknick kümmert sich selbst um seine Probleme, nicht um andere Leute. Der Militär verstummt abrupt. Er betrachtet dich. Während wir über die Angelegenheiten anderer Leute gesprochen haben, ist mir was eingefallen. In der Nähe gibt es ein schattiges Plätzchen, an dem Banditen gern Hinterhalte für die Karawanen vorbereiten. Okay. Warum hat sich noch keiner drum gekümmert? Piotr lacht auf. Da ist dieser eine Typ vorbeigekommen. Er wollte sich auch um das Problem kümmern, wie du es nennst. Aber das hat er nicht. Weiß nicht warum. Okay, ich kümmere mich drum. Der Militär holt einen alten, ramponierten Carus hervor. Das Gerät hat stark abgeriebene Plastikdübel anstelle von Tasten. Hier, schau auf die Karte, das sind sie. Okay. Oh, naja, was ist mit Martisha, die hast du im Traum erwähnt? Eine Frau und noch viel mehr. Der Klang ihres Namens scheint den Militär zu erschrecken. Sein Blick wandert nach unten, als hätte er gerade etwas sehr Interessantes auf seinen Schuhen gesehen. Warum schläfst du eigentlich am Tage und bist nachts wach? Piotr lacht leise. Hier ist also der Grund meiner schlaflosen Nächte. Er tätet liebevoll sein Sturmgewehr. Dieser Ort braucht Schutz. Wir sind friedliche Menschen. Wir haben keinen Ärger mit anderen. Aber wenn es nötig ist, verteidigen wir uns. Tagsüber treibt sich hier niemand rum. Die Geschütztürme halten sie auf Abstand. Aber nachts... Okay. Was mit dem Ort hier? Zinschuk hängt sich das Sturmgewehr bei die Schulter und reibt seine Marke zwischen Daumen und Zeigefinger. Der alte Melville hat hier das Sagen. Er hat hier sogar schon vor dem Vorfall gearbeitet, als das hier noch eine Tankstelle war.
Er führt sie zusammen mit seiner Enkelin. Aber siehst, du weißt schon, das, was man Streitakten nennt. Wenn du sie schief ansiehst, knallt sie dich direkt ab. Evan ist ein bisschen sanfter. Er hält ihr Temperament im Zaum. Das Gesicht des Militärs nimmt einen Ausdruck verträumter Befriedigung an. Wir nennen diese Basis die neutrale Picknickzone. Wir mischen uns nicht in die Politik ein, denn wir brauchen sie nicht. Lass die neue Kommission und Carmen Heights ihre Streitereien ruhig selbst austragen. Wir schauen einfach zu. Hier draußen in unseren kleinen Ecken ist es ruhig und sicher. Ich denke gern, dass wir einen Weg gefunden haben, um mit der Kuppe im Einklang zu leben. Weder der Apfelbaum noch der Sumpf bereiten uns Ärger, aber die Leute reden drüber. Das ist ein guter Ort, wenn man sich wie ein vernünftiger Mensch verhält. Und für alle anderen, naja, für die haben wir auch was. Tinshuk streichelt sein Sturmgewehr, als wäre es sein Lieblingshaustier. Come back again. Na gut. Ja, ich würde mich echt gerne um die Viecher kümmern, aber... Warte mal, jetzt stehe ich hier am falschen Ende wieder. Und wir sind schon bei über 31 Minuten. Okay, wir müssen mit Dora leider beim nächsten Mal reden. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. So richtig voran komme ich gefühlt irgendwie nicht. Na doch, ein paar Aufgaben lösen wir ja. Mal sehen, wie es in der nächsten Folge wird. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bye.